Dann spielen wir das hier. Nein, ich gucke gerade auf den falschen Bildschirm. Lass mich von den großen Bildschirm irritieren. Ich bin wieder ein zu weit gegangen, wie du vielleicht gesehen hast. Naja, du warst auf dem Plus-Seite, ja. Oh Mann, ey. So. Dann. Herzlich jetzt willkommen. Startet. Ja. Ja, es startet. Keine Hektik. Jetzt startet. Ja. Er muss doch vorne anfangen. Okay. Ich finde es durchaus cool aus. Ja. Was? Ich kann. Ach, das ist mit einem Gyrosensor. Ist ja cool. Stell dir mal vor, das machst du mit einer Viertelsekunde Verzögerung. Oh, ist das cool. Ich finde es durchaus hübsch. Ja. Das ist auch durchaus eine gute Grafikstil. Style, meine ich. Durchaus, ja. Aber dieses Tutorial ist so cool. Sieh dich mit Augen. Ja, hallo. Ich kann mich ja nichts mehr dran erinnern. Also nur an diese Grafik eigentlich von der Art her, ja, aber ansonsten nicht wirklich irgendwas. Ich muss aufhören, auf den großen Bildschirm zu gucken. Hat er ganz alleine geschafft. Ja, würde ich sagen, ohne nachzugucken. Oh, VR-Modus. Mit Nintendo Labo. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich dich über irgendwie so ein Bluetooth-Modul relay-mäßig über meinen Rechner, übers Internet auf die Konsole mit einer virtuellen Gamepad irgendwie Dingsbums da zu steuern lassen kann. Da gibt's bestimmt kein Delay. Das ist bestimmt komplett Echtzeit. Ja, ja, vor allem, weil Bluetooth ja auch generell latenzfrei ist und das Internet latenzfrei ist und du das dann auch erst reagieren kannst, wenn du siehst, was es noch latenzfrei macht. Was habe ich denn? Zwei Totte? Was ist denn das da oben? Ich finde das so nervig, ich kann da nicht hinklicken. Ja, du kannst hinzeigen, das ist schon mal ein Vorteil. Ja, ich kann zeigen. Trotzdem doof. Gibt es hier irgendwelche Einstellungen eigentlich? Ganz Nein. viele. Ja, ich kann auf VR-Modus gehen und den E-Shop aufmachen. Kann man Plus vielleicht? Ja, vielleicht Start noch was. Ah, egal. Ich gehe rein. Stimmt, es geht ja, glaube ich, erstmal das Buch auf. Ja. Ja, dann kann ich auch wieder rausgehen. Sehr gut. Oh, ich könnte Amiibos dranhalten. Aber ich habe keine Lust aufzustehen. Einfach 100%, wa? Also alle drei... Ja, yeah, ich würde jetzt gucken, dass wir das hinkriegen. Sollten wir irgendwas nicht kriegen, machen wir es im zweiten Durchgang nochmal separat, außer wir wissen, wie wir es machen, würde ich vorschlagen. Ja, gut. Dann beginnt unser Abenteuer jetzt offiziell wirklich endlich. Nachdem wir erfolgreich das Tutorial geschafft haben. Achso. Ja, alleine. Ohne nachzugucken. Ach, guck mal, ich kann auch was zeigen. Stimmt, du kannst auch so mit Mauszeiger und mit dem Ding drauf zeigen. Aber ich finde die Mauszeiger jetzt irgendwie so immersionsbrechend. Oh Mann. Ich weiß aber noch nicht, was ich hiermit machen soll. Weil ich. Ich glaube, das ist für zwei Spieler auch. Ach nee, du kannst. Nee, du stimmt, du kannst später. Kannst du drehen, siehst du? Du kannst den Diamanten drehen. Na bitte. Ja, und ich kann jetzt die Blume antippen. Ja, ne, wird nur irgendwas. Oh, und ich kann einen Pusteblumen wegmachen, guck mal. Siehste. Und Vögel vertreiben. Den ich nicht hier. Verpasst euch. Achso. oh, ich hab's Skype gelöst. Mann, ich guck schon auf den falschen Bildschirm, wundere mich, ob ich gegen Wände laufe. Deck den doch einfach mal ab, wenn sie. Den da? Ne, den Bildschirm bei dich, falschen.
Achso, ja, nee, kann ich nicht. Das wäre ein bisschen anstrengend. Achso, warte mal, kann ich nicht hier auch? Ja! Zum Glück hast du die Münze mitgenommen. Ja, warum nicht? Ich weiß nicht, was ich damit mache, aber ich habe jetzt welche. Ich weiß, nein, alles gut. Du hast noch mehr, komm, noch mehr. Sofort, ja. Aber was ich viel spannender finde, ist dieser Hebel da. Ja, na klar. Ich würde sagen, hinter der Mauer da. Pau? Noch was zum. Ein goldener. Ein kleines Symbol. Was ist denn das eigentlich? Der Rabe? Das ist ein Poster, würde ich sagen. Was? Versteckt. Siehst du, das ist für versteckte Sachen so. Ist doch gut. Damit man neben den. Was? Das klingt doch nützlich. Du kannst das Wände zersprengen. Das ist echt mächtig. Ich habe auf Pau geklickt. Ihr wollt mir erzählen, dass. Okay. Ich bin gerade überfordert. Ich lerne lauter neue Sachen. Sehr schön. Kann ich den auch klicken? Ja, ich kann ihn kurz betäuben. Sehr cool. Okay, das ist hilfreich, ja. Kann ich den Stern auch einsammeln? Ja. Also, nein. Ja. Genau, sammeln wir gerade. Draufklicken, alles einsammeln. Oh, warte mal. Nur erstmal Diamanten. Ja, ich habe das früher vergessen. Kann man hier runterfahren? Nein, kann man nicht, okay. Er ist nicht komplett beschränkt. Die Frage ist, wie kommst du da hin? Wahrscheinlich mit dem. Achso, wahrscheinlich kannst du dann darüber springen oder was? Ich darf den nicht schieben. Okay, ich darf nicht greifen. Toll, was machst du denn? Aber ich könnte ihn dauerhaft betäuben. Sonst wäre ich dann, glaube ich, irre. Ah, ich bin klein, ich darf das nicht. Achso, du kannst das springen wahrscheinlich. Die Blume ist im Springen. Bist du nicht? Oder? Achso, ach so, das könnte sogar sein. Ich. Müssen wir ausprobieren. Ja. Nein. Ne? Ah. Oh. Okay, ich. Das ist aber auch praktisch. Was? Der rastet. Damit hättest du wahrscheinlich die Mauer eigentlich machen sollen. Vielleicht soll ich sogar die Mauer da unten noch machen. Achso, die unten. Ah, ja, die habe ich. Ja, da ist der Diamant und so drin, das goldene Ding. Okay, ich weiß, wofür die ist. Schande. Oh, wir sind eine Schande, ich sagte das. Wie kommt man denn da oben eigentlich hin? Keine Ahnung. Ah, man kann hier noch einen Hebel ziehen, oder? Vielleicht könntest du so dahin. Dann kommst du aus dem Stern, das ist doch praktisch. Ach, da ist noch ein. Vielleicht ist er ja, da ist noch ein. Nein, das kann nicht. Ich hab auch gedacht. Ja! Oh, wenigstens haben wir alle. Ein Mantidia. Achso, dann ist das goldene Ding wahrscheinlich nur Leben. Ja, aber ich will das haben. Ja, das dann starten wir nochmal. So kompliziert war das Level ja eigentlich nicht. Aber ich frage mich gerade, wie ich an die Münzen rankomme. Ja. Achso, doch, von der Seite vielleicht. Drehen wir noch weiter? Nein, weil wir bescheuert sind. Wollen wir nicht gucken. Als ich den Hebel gehoben habe, ist hier die Abteilung hochgekommen. Das heißt, vorher konnte ich da ranlaufen. Wahrscheinlich, ja. Okay, das machen wir nochmal. Okay. Oh, und. Ach, ich kann mich daran erinnern, es kommt, glaube ich, weil du es jetzt geschafft hast, gibt es jetzt ein extra Spiel dazu. Extra Spiel? Du meinst, dass du umblättern darfst? Also, jetzt gucken wir, wie ausgeblieben ist. Siehst du, du kannst jetzt mit Pixeltod verstecken spielen, das meine ich. Pixeltod verstecken spielen? Ja. Was soll das sein? Also, siehst du, dann machen müssen wir ja sowieso. Oder drücke ZR, okay. Das war sehr schrill. Bitte was? Okay. Was ich alles nicht weiß. Sehr schön. Jetzt in Form von so einem Pixelbild irgendwo versteckt. Bist du? So, ich weiß sogar wo. Also. Ah ja, stimmt. Ich weiß jetzt auch wo. Das ist ja ein guter Hinweis. Ja, vielleicht machen sie das wirklich fürs Tutorial, dass du halt weißt, wonach du guckst. Das kann schon sein, ja. Ja, doch nicht. Ist gut, hör auf zu quaken. Das ist doch gar nicht nervig. Nee. Aber denk dran, du kannst es bei dir alleine. Aber wir können jetzt. Wir können jetzt das trotzdem den Dings wiederholen. Den goldenen Pilz vielleicht, ja. Ja. Probieren wir es aus. Ja, die Münzen, guck mal, du kriegst gar keine Münzen, die zählen nicht. Ist ja auch praktisch. Ist denn überhaupt ein goldener Pilz da? Ja, ist ja. Sehr schön. Ja. Ey, guck mal hier, jetzt komme ich auch zu diesem komischen Stapel nämlich.
Ja, ist richtig. Das heißt, wir sollten beim nächsten Mal dann gleich vorher gucken, was wir machen können, bevor wir irgendwelche Hebel ziehen. So, das heißt, ich hole mir jetzt die Axt gleich raus, ohne dass ich von ihm gesehen werde. Achso, ist ja die Frage, ob das jetzt zählt, wenn du dir... Aber ja, yeah! Also, wenn du jetzt die ganze Zeit einsammeln, aber zählt das auch? Sieht nicht so aus. Ja, deswegen. Gut, okay. Also. Ende mal, dann... Ja. Ist wirklich nur das Versteckspiel. Gefunden! Ja, okay, dann machen wir so einen Schnelldurchgang. Aber ob das wirklich bloß ein Leben ist? Weil, guck mal, da steht nämlich extra, das ist eine Aufgabe, nämlich. Ja, deswegen, ja. Also wenn wir 100% machen wollen, dann müssten wir das schon mitmachen. Ja. Ich beeile mich. Ich spule es notfalls noch vor. Keine Ahnung. Kennst ja den Weg jetzt, glaube ich. So. Ja. Guck mal, das, jetzt ist halt der Diamant angezeigt. Finde ich gut. Das heißt, ja. Rein theoretisch könnte ich jetzt sagen, ich habe ihn theoretisch gesammelt. Na gut. Münzen, danke. Achso, warte mal. Ich kann aber anpowern. Ja. Du kannst wahrscheinlich die Dinger auch nehmen, um den abzuwerfen. Ja, aber ich kann hier nicht hochklettern mit dem. Kannst du nicht? Ah, okay. Nee, kannst du nicht. Okay. Der hat schon wieder. Falsche Reihenfolge. Oh, nicht schlecht. Nee, er hat es einfach nicht genommen. Unpraktisches System. Es lag da einfach nur in der Gegend rum. Kann ich noch einen neuen Münzrekord aufstellen? Ging irgendwie leichter, als ich noch eine Axt hatte, aber ich brauchte die jetzt für wichtigere Sachen. Du kannst trotzdem aber unten noch den Pilz nehmen, ne? Das mach ich gleich. Ich kann auch noch das Sticker-Poster-Dingsmuster wegnehmen. Ja. So, jetzt habe ich so viele Münzen wie vorher, nur dass wir jetzt ein Stück hoch weiter sind. Danke. Ich habe dieses Schild kaputt gemacht, guck mal. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich muss jetzt die Münzen noch holen. Ist eine ganze, ja? Ja, gut. Nee, bevor du es hochmachst. Nee, das ist schon klar, ja. Ein extra Ding. Ah, bring Münzen. Oh. Und 50 Münzen. Also, ich habe die doch dort auch eingesammelt. Ist ja, ich würde sagen, das achso, die sind erst nicht mal, wenn du die anleuchtest, glaube ich. Ja, aber das habe ich doch tatsächlich übersehen, dass man das machen kann. Aber hast du gesehen, du hast die Münzen angeleuchtet. Ach, und hier kannst du in der Konstruktion an der Seite rum. Hörst du mich? Ist hier auch wieder was versteckt? Nein. Hörst du mich? Hallo? Ich runter. Na gut. Hallo? Ja, ich bin. Warum hörst du mich denn jetzt nicht mehr? Man kann ihn nicht wecken. Wie auch immer. Das sind am Menschen schlafen hier. So, jetzt haben wir alles gemacht, 138. Sieht mehr aus als 58, oder? Du hörst mich nicht mehr. Bist du noch da? Hast du dich wieder gemutet? Jetzt ist die Musik weg. Jetzt höre ich dich zumindest auch schon wieder. Ist doch schön. Ah, die Musik ist weg, schön. Das ist richtig, aber auch nur, weil das Hauptaufnahmegerät sich gerade geändert hat. Das kriege ich aber hin. Das ist nicht so schlimm. Die Musik müsstest du gleich wieder hören. Cable A. Jetzt müsstest du sie hören. Ja. Und hörst du mich noch? Ja, jetzt höre ich dich auch wieder. Und das war auch das Problem, was ich mit Andy hatte, nämlich, dass du halt zwischendurch gar kein Audio machst. Also irgendwas mit den Soundtreibern mag da nicht. Oh Mann. Aber ich habe ja auch gesagt, das und das und du reagierst gar nicht. Was ist denn jetzt los? Nee, ich hasse das. Okay, ja. Dann sind wir jetzt also wieder da mit Audio auf beiden Seiten. Ist das nicht schön? Mal sehen, wie viel lang. Für wie lange. Aber wenigstens haben wir das Level jetzt abgeschlossen. Da sieht man mit der roten Krone alles, was man machen kann, ist fertig. Ja, aber vor allen Dingen 138 Münzen dürfte so das Maximum sein. Schade, dass sie nicht hinschreiben, was das Maximum ist. Also sprich, ja. Weil sie wissen ja, wie viele Münzen da rumlaufen. Wenn es einer weiß, dann denke ich mal Nintendo. Was macht man jetzt eigentlich damit? Ist das, dann ist das hier oben, würde ich behaupten, dann meine Lebensanzeige? Ja. Wie kann ich, also ja, wenn ich jetzt schrumpfe und nochmal versage, dann... Achso, gibt es hier ein Game Over? Das wäre natürlich interessant. Na, wahrscheinlich gibt es Game Over, ja. Gut, dann schauen wir doch bei Chaos im Gookie-Wumms-Tempel nach. Schön, wie ist das eigentlich? Aufbruch am Rupfpass. Ja, weil er so viel gerupft wurde. Aber ich finde, das sieht durchaus hübsch aus. Gut, dann machen wir jetzt nochmal. Wir machen es diesmal so, dass es halt nicht ganz so unangenehm wird. Dass wir da drei Durchgänge brauchen. Zweieinhalb. Da sind die Münzen. Achso. Ich nehme an, wir können nicht schwimmen. Nee. Was ist mit das?
Ach ja, das kann ich mich drin. Genau, kann ich gerade erinnern, das Level, ja. Ja, das habe ich alles gemacht. Das ist der Abspann. Das hatten wir schon, das Thema. Oh, guck mal, da oben. Was war das denn gerade? Da sind Münzen. Ja, auf der linken Seite ist auch so ein Geheimgang. Da sind Münzen und. Ach so, da kommst du rein. Hier links, das Ding, genau. Anders. Da meinst du. Ja, da kommst du auch rein. Das ist nach oben, kommst du. Ah, nee, das ist ja auf, das ist der Fahrstuhl. Hier oben hin. Da. Ja, aber da ist auch was drin. Echt? Nein, das ist nur ein Fahrstuhl. Ja, warte mal, dreh dich nochmal hin, dann habe ich das aber irgendwo gesehen. Da, achso, das sind die Münzen, die an der Seite. Hast du gut gesehen, okay, ich gratuliere dir. Und wie komme ich jetzt da unten? Ach, da unten ist auch ein Eingang zum Diamanten. Okay, alles klar. Ja. Ich glaube, dann sollten wir uns nur nicht töten lassen. Oder wenn du ganz unten bist, kommst du wieder hoch? Ja, ja, dafür ist es alles da. Ja, du kommst überall hin. Wir müssen aufpassen, dass ich mich von denen nicht erschlagen lasse zwischendurch. Hol einfach erstmal einen Diamanten und dann kannst du ins Wasser fallen. Ich glaube, du kannst schwimmen. Sieht ja das ist nur so ein aus, Gefühl. Ja. Nein, der läuft einfach unter Wasser. Guck mal, da sind versteckte Münzen. Ja. Oh, wie fies ist das denn? Ich würde gerne zoomen können. Warum muss ich denn von da hinten gucken? Na gut, dass du nicht ersticken kann. Ich würde sagen, die sind recht hektisch, die Leute dann. Ein bisschen, ja. Kannst du eigentlich sprinten? Also rennen? Ah, du kannst den festhalten, das ist gut. Ja, wenn man es trifft zumindest. Ja, kann man. Hui! Und nein, du kannst nicht sprinten, habe ich nichts gesehen. Doch, oder? Nee, sieht mir so aus. Man kann zoomen! Na bitte. Aha! Wie steht denn, sieh dich mit R um. Okay. Achso, das ist vom Spiel. Ja, ja, das ist jetzt so. Dafür, nee, jetzt mal sag mein Monitor. Ja, da kann das so eine Switch dran hängt und dann rennt der Bildschirm halt ein, dass du dich mit R umgucken kannst, weil du auch weißt, welches Spiel drin steckt. Und das macht Audacity. Oder geht das nach links? Hahaha. Ich glaube, das reicht uns als Übersicht erstmal. Dann können wir auf Mittelzoom rangehen. Yeah. Das Wasser sieht gar nicht mehr schlecht aus. Ja. Außer der Rand, dass das da so abkratzt. Am Level gesehen. Ja, so, die Karte sieht so ein bisschen abgetrennt aus, ja. Aber hier war auch kein Poster. Hast du irgendein Poster gesehen? Ist es in jedem Level? Das weiß ich nicht, aber ich habe keinen gesehen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal raus. Gehen wir auf die Fackel da mit dem Ding. Ah, da rechts geht's rein, guck mal. Da ist ein Gang. Naja, weiß ich doch. Wie, wo? Ja, weiß ich doch. Da rechts, da rechts. Ach so, das guck doch mal, den da. Ja, das ist. Aber wahrscheinlich die Leben, ne? Ach, ja, das natürlich. Nichts Wichtiges. Gut, dass sie es nicht geheim irgendwo versteckt haben. Halt! So, da will ich jetzt lang. So, das heißt, hier können wir jetzt hochkrabbeln und uns die Münzen einsammeln zum Beispiel. Ach, stimmt, der Fehler, also der eine ist noch da, genau. Also, ja, ja, jetzt müssen wir nur. Müssen wir eigentlich alles haben, sofern es keine Poster gibt. Aber auch gar nicht knapp, natürlich nicht. Und da geht's runter? Ist hier der Weg? Ja, da kommst du auch rein. Ah, okay. Ist ein alternativer Weg, falls es. Obwohl, das ist auch gemein. Wenn du da oben versagst, kriegst du was geschenkt. Ja, geh jetzt. Geh mal kurz dran. Bitte, danke. Lauf! Bleibst du mir jetzt in die Kante hängen. Mann. So. So, sterbe ich jetzt sofort? Nein, sie laufen nicht hinterher. Dann kannst du anhalten, aber hast nur zwei Versuche für zwei Gegner. Achso, du kannst sie auch so anhalten, ja. Das mache ich aber nicht, das ist unfair. Das ist unfair. Ist es doch. Sehr gut. Tja. Ja, das ist halt ein Zwei-Spieler-Kinderschutzmodus, aber. Das finde ich nicht in Ordnung. Haben wir jetzt eigentlich drei Sterne? Ja, drei Diamanten? Wir haben hier alles eingesammelt, bin ich der Meinung. Was eigentlich? Also wie gesagt, ich sehe auch kein Plakat oder so. Na, dann ist er wahrscheinlich nicht in jedem eins. Oh. Ist ja durchaus möglich. Ich habe ja keine Ahnung. Mehr als du. Hm?
Ja, das ist Nintendo-Musik. So, Sterne haben wir, die haben wir. Brücke nicht zerstört. Was? Wie jetzt? Das machen wir noch schnell. Ja, ich kann Gegner behindern. Also, sie wollen, dass man das so macht. Nein. Also, das werde ich trotzdem teilweise vermeiden. Ich mache mal ganz kurz Brücke nicht zerstören. Ja. Also, einfach nicht da gerade auslaufen, halt, würde ich sagen. Ja, ja. Man kann einfach runterspringen. Sehr gut. Ja. Würde ich sagen, einfach jetzt. Ja, gute Frage. Was zählt, wie zählt denn das jetzt? Was denn? Achso, einfach den Stern jetzt nehmen, wa? Ja, ja, einfach den Stern nehmen. Halt! Ja, ich muss langsam. Ich komme schon mal auf den falschen Bildschirm, deswegen. Das passiert dir ja gar nicht. Also fast nie. Bist denn du? Achso, du bist da, ja. Ja, ich warte doch noch, dass es wieder auf der richtigen Position ist. Kannst du eigentlich hier runterfallen? Also zu uns jetzt? Was denn? Das ist eigentlich aus dem Level fallen, meine ich. Nee, habe ich schon probiert vorhin. In der ersten, also. Ersten Level schon. Okay. Achso, oder wahrscheinlich zählt es schon so. Ja, okay. Naja, das ist das Levelende, Markierungsdingsbums. Zack! Ja. Und jetzt noch den Sticker finden. Genau. Ich schaffe mir pro Folge genau zwei Puzzle hier oder so. Außer die werden nachher schwerer, was ja nicht passieren kann. Schwerer? Du meinst schwer, ja. Schwerer? Aber jetzt sind sie ja nicht schwer zum Beispiel. Das wäre also eine Steigerung. Also, stopp, hab ihn gesehen. Hallo? Wo? Ach, da, okay, ja. Hätte ich noch eine halbe Drehung weiterdrehen können. Ist ein Retro. Ein bisschen, ja. Und mit diesem Retro machen wir einen Abgang. Und nächstes Mal schauen wir, was in der tückischen. Was die typischen. Was? Die tückischen Tippsteine machen, meine. Die sind so tückisch, ich kann sie nicht mehr aussprechen, diese Tippsteine. Die berühmten Tippsteine, ja. Juli, war mir eine Ehre. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis dann. Ciao.